Ich habe einen kleinen Euromarkt bei mir im Haus. Das ist abends sehr praktisch. Ja. Es ist nicht alles schlecht an einem Supermarkt. Doch alles. Der letzte Mist. Gut. Wo fahren wir eigentlich hin? Zu Shabi. Nach Gamera Siga bei Kakuta. Kakuta. Ich habe bloß Kakuta verstanden, Ramon. Ich darf doch Ramon sagen. Ramon, den Namen kann ich wenigstens aussprechen. Naja, geht schon. Sie müssen den Würgelaut weglassen. Ah. Mich spricht man Ramon aus. Ah, okay. Ramon. Sind Sie jetzt Franzose oder Spanier? Ich bin keins von beiden. Ich bin Basque. Das ist die Abkürzung von Ramon Show. Ich hab verstanden. Gut, Ramon Show. Ramon Show, der Basque, ist klar. Weiß ich jetzt. Haben Sie sich erkältet? Nein, das sind die Schafe. Ich reagiere allergisch auf Tierhaare. Lass uns probieren, Chabi. Den Atelier dazu? Gold de la Croix, was du tut. Sore Messua o Cantut. Pera das in Quinqueria? Pera na isando ena en Gagnatu. Was sagt er? Er sagte, er freut sich darüber, dass Sie den kleinen Läden helfen. Also dann 10 von dem, 15 von dem und 20 von den Großen. Von den Großen? Ja, am Anfang sollten Sie nicht zu viel nehmen. Und Chabi, Sie zahlt in bar. Vielleicht hast du noch ein kleines Geschenk? Ich mache auch Baskenmützen. Die ist für Sie. Das ist aber nett. Hier haben Sie 50.000 für Sie. 50.000? Das ist zu wenig. Der Laden ist riesig. Das sind nur 10% vom Vorvertrag. Wir waren uns einig vor 5 Minuten. Ja, vor 5 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Hallo? Raphael, entschuldige die späte Störung, aber es gibt da ein Problem. Sein Neffe ist ein Vormund. Vorsicht, die Basken kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. Un oubli tout, le beau ciel de Mexico. Siehst du, Gaëtan, auch das ist Frankreich. Na, die ist aber flott. Und die wird auch flott wieder verschwinden. Wo hast du das Geld hingetan, hä? Ich hab's vergessen. Wie viel wollen Sie für Ihren Laden? Er ist unverkäuflich. Niemals unterschreibe ich den Wisch hier. Oh, Ihr Onkel hat 100.000 Euro bekommen. Mach dich hübsch und geh mit dem mexikanischen Sänger in ein hübsches Restaurant. Soll ich auch noch mit ihm schlafen? Oh, pardon. Ist das Ihr Praktikant? Ja, mein Praktikant. Hier, die sind für Sie. Die sind bequemer. Sind Sie jetzt Franzose oder Spanier? Ich bin Basque. Verkaufen Sie mich nicht für doof. Ich lasse mich von Ihnen nicht veräppeln. Ich habe 7 Jahre studiert und war Jahrgangsbeste. Und ich komme aus dem Knast, also nerven Sie mich nicht. Nicht schlecht für eine Pariserin.